Völlig egal, ob Sie Ihre Nachrichten oldschool auf Papier in einer Zeitung lesen oder ob Sie sich im Netz informieren, Sie werden im Moment am Thema Impfungen kaum vorbeigekommen sein. Sie werden Statistiken gesehen haben, die sagen, so viele Impfungen sind an einem bestimmten Tag verabreicht worden, um zu zeigen, wie der Impffortschritt ist. Sie werden außerdem aber auch Grafiken gesehen haben, wie groß der Anteil der geimpften Bevölkerung bereits ist, wie viele Impfungen insgesamt verabreicht worden sind. Und hinter diesen Grafiken zum Beispiel steckt ein Integral. Und das wollen wir in diesem Video angucken. Selbst wenn Sie einfach nur Auto fahren, haben Sie in Ihrem Dashboard bereits zwei Anzeigen. Und die eine Anzeige ist typischerweise der Tachometer, der Ihnen anzeigt, wie schnell Sie gerade fahren. Auf der anderen Seite haben Sie aber den Kilometerzähler. Und auch da steckt tatsächlich eine Integralbeziehung hinter. Der Kilometerzähler zeigt nämlich eigentlich das Integral des Tachometers an. Und das wollen wir in diesem Video einmal genauer angucken. Das erste Thema, was ich angucken möchte, sind Impfungen. Und völlig egal, wo Sie sich gerade zum Thema Impfungen informieren, Sie finden fast immer irgendwelche Grafiken. Offizielle Zahlen finden Sie zum Beispiel beim RKI, impfdashboard.de, und da finden Sie sowas wie Impfungen pro Tag als Darstellung. Zum Beispiel sieht das dann so aus: Sie haben auf der X-Achse haben Sie die Tage aufgetragen, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und auf der Y-Achse, da haben Sie die Anzahl der Impfungen aufgetragen. Zum Beispiel, wenn hier, das sollen jetzt, sagen wir mal, 1 Million Impfungen sein. Also das würde 1 Million Impfungen am Tag sein. Montags hat man so ungefähr 700.000 Impfungen. Also ungefähr hier. Dienstags ist man ungefähr bei 1 Million. Dann ungefähr da. So. Mittwochs geht es nochmal wieder höher. Da ist man so ungefähr bei 1,2. Dann sagen wir mal ungefähr hier. So. Donnerstags geht es ein bisschen runter auf 1,1. Ich nehme jetzt mal die gleiche Farbe, die ich vorher hatte, wieder ungefähr hier. So. Freitags geht es dann noch mal ein bisschen nach unten. Da sind wir ungefähr wieder auf dem Dienstagsniveau bei etwas über 1 Million. Dann geht das Ganze samstags noch ein Stück weiter runter. Da sind wir ungefähr bei 900.000 nach aktuellen Zahlen, ungefähr hier. Und sonntags, da gibt es besonders wenig Impfungen. Das liegt irgendwie so im Bereich von 250.000. Das wird dann ungefähr irgendwie hier sein. Und das, was wir hier haben, das sind dann die Impfungen pro Wochentag. Diese Darstellung ist natürlich gut zu erhalten, weil die Impfzentren einfach die Daten dann jeden Tag melden und man dann diese Auswertung hat. Und da kann man eben verschiedene Sachen draus sehen. Kann man sehen, okay, an welchen Tagen wird viel geimpft, wo ist vielleicht noch Luft nach oben, wo kann man noch was verbessern, wie steht man generell im Moment so im Durchsatz. Also insofern ist das eigentlich eine sehr spannende und hilfreiche Darstellung. Wenn man jetzt aber umgekehrt gesagt hat, man möchte bis Weihnachten noch mal 30 Millionen Impfungen verabreichen, dann interessiert einen tatsächlich noch eine andere Zahl, und zwar die Anzahl der gesamten Impfungen, die man jetzt in den letzten Tagen gemacht hat. Also uns würde vielleicht auch interessieren, wie viele Impfungen hat man denn jetzt eigentlich in der letzten Woche durchgeführt? Sind wir da auf einem guten Weg? Wie viele, wenn man das jetzt über das Jahr betrachten würde, würde man da auch wissen wollen, wie viele Leute sind jetzt insgesamt geimpft? Und solche Auswertungen gibt es natürlich auch. Und bei diesen Auswertungen möchte man typischerweise natürlich die Anzahl aller Impfungen einfach mal aufsummiert haben. Und dieses Aufsummieren, das ist quasi die Fläche unter diesem Graphen. Das heißt, die möchten wir einmal bestimmt haben. Und auch diese Auswertung finden Sie ganz typischerweise immer auf diesen Webseiten. Da bekommen Sie natürlich auch eine Auswertung der gesamten Impfung, die man bis dahin vergeben hat. Also hier jetzt einfach mal alle Impfungen bis zu diesem Wochentag. Also hier kommen wieder die Wochentage hin: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und auf der Y-Achse, da kommen wieder die Anzahl der Impfungen. Hier vielleicht jetzt 1 Million. Dann da ungefähr 2 Millionen sein.
3 Millionen. Und auch da trage ich jetzt einfach mal die entsprechenden Werte ein. Also am Montag hatten wir zuerst 700.000 geimpft, das heißt bis Montag haben wir diese 700.000. So, die ziehe ich einfach mal gleich durch bis zum Sonntag, weil die sind ja geimpft. Ab Dienstag kommen nochmal 700.000 drauf, kommt nochmal 1 Million von Dienstag drauf. Das heißt, da sind wir jetzt ungefähr bei 1,7 Millionen. Das heißt, hier geht es hier so ein bisschen nach oben und ab dann haben wir so viele Leute geimpft. Am Mittwoch kommen die nächsten dazu, das waren 1,2 Millionen, dann sind wir ungefähr bei 2,9. Sind wir ungefähr hier, Mittwoch, 2,9, ungefähr da sein. Das macht man dann entsprechend so weiter für die anderen Tage und bekommt so die Gesamtzahl der Impfungen. Das heißt, dieser rechte Graph hier stellt einfach nur den Flächeninhalt unter dem linken Graphen dar. Das heißt, wenn ich von links nach rechts gehe, dann habe ich hier entsprechend einen Graphen, der den Flächeninhalt unter dem Graphen darstellt. Gucken wir aber umgekehrt, gucken wir jetzt von dem rechten zum linken Graphen, dann ist der linke Graph im Verhältnis zum rechten Graphen, macht der eine Aussage über die Änderung. Der sagt uns ja, wie stark sich die Anzahl der Impfungen pro Tag ändert. Das heißt, der Graph auf der linken Seite im Vergleich zum rechten Graphen gibt uns Informationen über die Änderungen. Wie stark sich also hier die Anzahl der insgesamt gemachten Impfungen, wie stark sich das ändert, das gibt uns der linke Graph. Und dieser Zusammenhang, dass man, wenn man von links nach rechts geht, den Flächeninhalt erhält und wenn man den rechten anguckt und dann überlegt, in welchem Verhältnis steht eigentlich der linke dazu, dass man dann die Änderungen sieht, das gibt uns, wird uns auch schon einen Hinweis geben, den wir später brauchen für den sogenannten Hauptsatz. Sie erinnern sich vielleicht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Ableitung, die ja die Änderung beschreibt, und der Integration. Und diese Idee sehen Sie ja auch schon. Wenn Sie hier die Änderung angucken, beziehungsweise die Ableitung, dann bekommen Sie genau die Funktion, deren Flächeninhalt Sie hier auch dargestellt haben. Gucken wir diese gleiche Idee nochmal mit einem völlig anderen Beispiel an, und zwar mit dem Beispiel Autofahren. Wir stellen uns vor, Sie fahren auf der Autobahn und Sie gucken auf Ihren Tacho und stellen fest, Sie fahren konstant 100. Das heißt, wir haben hier so eine Funktion. Hier ist die Zeit, hier an der Stelle ist die Geschwindigkeit, v von t, was Sie fahren, und Sie fahren konstant 100. So, dann sieht der Graph ungefähr so aus. Das Ganze ist eine ganz wichtige Anzeige, weil Sie ja vielleicht auf der Autobahn fahren und es da Blitzer gibt und Sie möchten nicht geblitzt werden. Das heißt, Sie achten immer darauf, dass Sie genau 100 fahren. Jetzt möchten Sie aber vielleicht nicht nur wissen, wie schnell Sie fahren, sondern auch noch wissen, wie weit Sie kommen. Und auch dafür gibt es ja typischerweise im Auto eine Anzeige, den Kilometerzähler. Und wenn Sie das Ganze vergleichen mit der Funktion, hier wieder t auftragen, hier die Wegfunktion, damit Sie wissen, wann kommen Sie irgendwo an, dann werden Sie feststellen, naja, Wegzeit gesetzt, das Ganze ist linear. Das heißt, wenn Sie konstant mit 100 fahren, dann wird sich Ihr Weg im Vergleich zur Zeit linear so nach oben bewegen. Und die Steigung hier, das ist genau Ihre Geschwindigkeit. Also Steigung, das ist die Geschwindigkeit. Und jetzt natürlich die Frage, wo haben wir an der Stelle einen Flächeninhalt? Und den Flächeninhalt haben wir natürlich wieder bei der linken Funktion. Und der Flächeninhalt unter dem Graphen hier, das hier ist genau die von Ihnen zurückgelegte Strecke. Also das hier, das ist die zurückgelegte Strecke. Und auch hier sehen wir den Zusammenhang, der später noch wichtig sein wird. Und zwar, dass die Steigung der Funktion, die den Flächeninhalt bestimmt, der diesen Flächeninhalt bestimmt, wird ja durch diese Funktion dargestellt, dass die Steigung dieser Funktion genau die Ausgangsfunktion ist, mit der wir mal gestartet sind. So, jetzt sagen Sie vielleicht, das Autofahren ist zwar ganz spannend, aber man fährt ja nicht immer mit konstanter Geschwindigkeit, sondern man beschleunigt hier und da auch mal, also mit Beschleunigung.
Naja, wenn Sie beschleunigen, dann ändert sich Ihre Geschwindigkeit. Das heißt, wenn das hier wieder unsere Darstellung ist, Zeit gegen Geschwindigkeit, dann beschleunigen Sie vielleicht so mit konstanter Beschleunigung, bis Sie Ihre Geschwindigkeit erreicht haben und danach fahren Sie vielleicht mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Und natürlich gilt auch in diesem Fall, dass diese Fläche hier unter diesem Graphen, dass das die von Ihnen zurückgelegte Strecke ist. Das ist die zurückgelegte Strecke. Und die Funktion, die das beschreibt, also Zusammenhang zwischen Weg und Zeit, das ist ja für Sie relevant, wenn Sie wirklich irgendwo hinfahren wollen. Und Sie wissen, wann sind Sie da? Dann wird das ungefähr so aussehen. Zuerst steigt es stärker und dann, sobald Sie die entsprechende Endgeschwindigkeit erreicht haben, da bleibt es einfach linear und geht einfach linear weiter. Das waren jetzt einfach mal zwei Beispiele so aus dem Alltag, wo es spannend sein kann, wirklich die Fläche unter einem Graphen zu kennen, um daraus neue Informationen gewinnen zu können.